Mit ein bisschen Glück, das zeigt uns die Vogelperspektive von hier weit, weit oben, haben wir eine gute Defensivposition erwischt. Bei der Generierung dieser Spielwelt durch das Zufallskartenskript links zu sehen, ganz im Westen unserer Hauptstadt, unsere erste Stadt Felsenklauer, von Wassermassen weitestgehend umschlossen. Im Süden gibt zwar einen kleinen Landvorsprung, der ist aber hier durch Klippen abgeriegelt vom Rest der Landmasse. Die Einheiten hier können die meisten bei Gladius nicht Wasser überqueren. Das können höchstens, es gibt ein paar schwebende Einheiten, die können darüber, aber es gibt keine Schiffe beispielsweise. Nach Norden könnten natürlich Feinde in unser Land einbrechen, aber auch das hier ist so ein schmaler, relativ schmaler, eine Landenge. Und hier links, das haben wir noch nicht zu Ende erkundet, da läuft nur ein Roboter rum, das wissen wir, den müssen wir noch beseitigen. Dann geht es Richtung Osten, hier abwechselnd Wiesen und Wälder und hier wieder Wasser anscheinend und eine Klippe. Wir arbeiten uns noch ein bisschen weiter vor, aber es könnte sein, dass wir irgendwann vielleicht hier so eine Grenze dicht machen können und dann in aller Ruhe im Hintergrund, im Hinterland, nachdem wir hier auf die richtigen feindlichen Fraktionen gestoßen sind, dass wir dann in aller Ruhe im Hinterland eine Stadt nach der anderen bauen und da ordentlich was an Stärke kultivieren könnten. Mit ein bisschen Glück könnte so funktionieren. Wir können auch gleich bald mit unserem ersten richtigen neuen Siedler die zweite Stadt gründen. Da feuert beim Rundenwechsel erstmal ein Roboter auf unseren Boys-Trupp, erleidet Schaden durch die Seuchengranate, die wir ihm um die Ohren geknallt haben, hat nur noch 10 Trefferpunkte. Wir können ein zweites Mal mit dem Walkboss drauffeuern. Auch mit dem können wir nochmal drauffeuern. Der haut auch nochmal ordentlich was raus. Klasse. Und mit dem hier rücken wir von, oder vielleicht reicht ja schon der Angriff von hier. Reicht aus! Da verglüht der Roboter in den Flammen, die wir ausgespuckt haben. Das erste Mal, dass wir einen dieser Turbo- und Roboter hier ausschalten können. Wunderbar, glorreich. Und mit der Einheit hier zieh ich erstmal nur in Anführungszeichen hier auf das Waldfeld drauf, denn hier lümmelt ja auch irgendwann so eine Enslaver-Einheit rum. Der kann nicht mehr ziehen, hätte noch die Möglichkeit, er kann eine Stufe aufsteigen, das ist ja sehr schön. Stufe Nummer 3, da weiß ich auch schon, was ich hole, nämlich noch mehr Trefferpunkte auf sich selber, auf 18. Jetzt erhöht. Die Fähigkeit ist hier ebenfalls aktiviert. Jetzt ist die Anzeige richtig, 18 Trefferpunkte. Und der hier wiederum kann sich nochmal nicht bewegen. Den hier, den wollten wir sicher ausheilen lassen. Der ist topfit. Die Ruinen wollen wir gleich aufdecken. Der Trupp ist wieder fit, mit dem ziehen wir mal in dessen Nähe. Halten uns im Wald versteckt. Ein weiterer Boys-Trupp, der Richtung Osten marschiert. Eine Runde weiter. Aha. Ist nicht so wahnsinnig aggressiv, nach meiner Erfahrung. Die Ambuls, wenn man den halbwegs aus dem Weg geht, dann ist er schon okay. So, jetzt holen wir uns natürlich das Feld hier. Und hierhin wollen wir auch marschieren. Ich will nicht in eine Falle tappen. Volle Moralwerte hier. Ziehen erstmal hier rein. Holen uns das Feld. Das waren diese Prometheum-Relais-Leitungen. Mehr Energie für uns, 2 Energie mehr. Ziehen erstmal nur vorsichtig hier rein. Aha. Ich ziehe mit dem Heldentrupp in das Stahlkraut rein, die decke die Nachbarfelder auf.
das bremst mich. Ich verliere ein paar Trefferpunkte, werde aber gleich weiter vorziehen. Und hoffe mal, dass das nicht zu riskant war. Mit dem Boistrop hier marschieren wir Richtung Osten. Der Halt. Ich habe übrigens den Walkboss umbenannt. Der hatte ja versehentlich vom Programm denselben Namen bekommen wie einer unserer normalen Boistrops. Und den habe ich jetzt erster Walkboss genannt. Ich hoffe, der Name spricht Bände. Mit denen ziehen wir vor. Richtung Süden. Da bleiben wir erstmal hier stehen und setzen drauf, dass hier nichts passiert. Der ist jetzt ausgeheilt, der Trupp, okay. Wir verlassen mal das Feld, ziehen hier hin und entdecken. Oh, wir entdecken den ersten Außenposten der Konkurrenz hier. Eine feindliche Fraktion hat ihre Standarten hier reingehauen und hat ein Handelslager erbaut. Erster Feindkontakt, indirekt. Rechts seht ihr ja die Minimap. Ich setze mal drauf, dass sie in etwa die richtige Kartengröße abbildet. Das heißt, wir hätten jetzt das linke obere Viertel der Welt erkundet und weitgehend auch besetzt. Die ersten Kämpfe drohen. Ein Trupp Krothunde zieht von links raus. Wir ziehen erstmal mit den anderen Kollegen. Mit dem hier ziehe ich wie angekündigt. Die haben... Oh, der hat noch nicht mal Trefferpunkte verloren. Wo der im Stahlkraut drin steht. Das kommt vermutlich durch die extra Einheiten, durch die extra Lebenspunkte Erzeugung. Erhöht die Heilungsrate, grüne Flut. Das ist sein eigener Bonus. Und dann hat er hier noch plus einen Trefferpunkt, wird jede Runde erhöht durch das Artefakt. Das hat das anscheinend komplett aufgehoben. Wir ziehen hier rein, erkunden die Ruinen des Vaul. Und was bekommen wir? Nochmal Seuchengranate. Davon haben wir ja schon eine. Genau, eine zweite Seuchengranate. Mit beiden können wir sie uns ausstatten, macht aber keinen Sinn. Sehr interessant, das hier ist Walk of War, der schwarze Tintennebel. Das hier dagegen ist Wasser. Das hier gegen die Klippen schwappt. Auf jeden Fall sind hier Klippen, mutmaßlich ist ja unten auch Wasser. Mit dem Boistrop hier heilen wir an Ort und Stelle aus. Denke ich mal. Entschuldigt bitte, das wollte ich gar nicht. Jetzt ziehen wir mal. Der hat volle Trefferpunkte. Hier können wir in den Wald reinziehen und mal vorwärts gucken. Hier erstmal heilen. Ich ziehe mal in. So, wir marschieren hier rein. Kackfrech. Wir holen uns den. Da vorne ist der nächste Außenposten. Jetzt haben wir dem Feind schon mal das Jokero-Handelslager abgenommen. Da wird es Feindkontakt geben. Zwei Boistrupps. Hier ist eine Klippe. Hier ist was aufgedeckt. Hier ist auch eine Klippe. Hier kann man nicht runterziehen. Dann ziehen wir erstmal bis hierhin vor. Ist natürlich. Oh, und ziehen direkt neben. Eine Gruft der Necrons mit einem Trupp Krothunde davor. Hier ein weiterer Trupp Krothunde. Die kriegen wir aber klein. Und wisst ihr, warum wir die klein bekommen? Weil wir so einen hohen Rock-Level haben, bei 4 mittlerweile. Und hier mache ich das, was ich schon mehrfach angekündigt habe. Hier heilen wir aus. Mit dem Trupp bleib ich hier erstmal hinten. Hier hoch und vielleicht bekommen wir ja doch die Krothunde hier. Falls sie hier reinziehen, gehe ich mal ein Feld zurück. Das ist nicht so schlimm. Seuchengranate geholt, alles klar. Eine Runde weiter. Krothunde ziehen auf uns drauf, greifen uns an. Wir können automatisch zurückfeuern. Mit den Schwächeren unserer Waffen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat dieser Einheit jetzt keinen Aktionspunkt mehr. Doch hat ihn wieder. Das war der Aktionspunkt aus der vorigen Runde. Das hatte ich zuletzt mal falsch erklärt. Das heißt, durch den... Das ist ja interessant. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall...
Oh. Das ist ja schon wieder den Overwatch wieder einschalten. Sodass alle Einheiten innerhalb unserer Reichweite angegriffen werden. Weil der Aktionspunkt, den man dabei verliert, halt zur vorigen und nicht zur nächsten Runde gewertet wird. Das hatte ich augenscheinlich falsch erklärt. Um das hier aufzudecken, was hier ist, reicht es vermutlich schon aus, hier hinzuziehen. Na, nicht ganz. Also das hier haben wir jetzt nicht aufgedeckt, aber da gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Man kann sich ja schon denken, dass das Wasser ist. Die kriegen wir nicht ganz klein. Aber mit der Granate kriegen wir sie klein. Die Granate hat Aktions alle 10 Runden. Wenn wir auf eine Flugeinheit jetzt stoßen würden, dann hätten wir echt Pech. Ansonsten würden wir den Trupp jetzt klein kriegen. Mit der Stickbombe machen das auch mal. Wie sieht es in unserer Stadt aus? Wir haben Quickherden produziert. Das ist das erste Nahrungsgebäude überhaupt. Jetzt sind wir bei plus 5 hier. Vorher hatten wir ein Minus. 9 Nahrung wird hier erzeugt. Durch das entsprechende Gebäude. 6 Nahrung plus ein 50% Bonus durch das Geländefeld hier. Was ist das nächste? Was bauen wir als nächstes? In der Stadt selber, meine ich. In der Stadt selber. Wir haben ganz, ganz wenig Nahrung. Oder wir bauen ein Einflussgebäude, aber das ist ja keine optimale Stadt für ein Einflussgebäude, weil wir hier keine Boni haben für Einfluss. Weit und breit, bei den benachbarten Geländefeldern zumindest nicht. Vielleicht noch ein Nahrungsgebäude. Weil da sind wir so weit unten bei, gerade mal 24, das macht, glaube ich, schon Sinn. Stellen wir hier ein zweites drauf. Und wie viele Einwohner haben wir hier? 6. Klar, Bevölkerungswachstum ist hier komplett abgestoppt. Also mehr als 8 Bevölkerung passt hier nicht hin. Wir haben das Gebäude, mit dem man das Bevölkerungslimit hochtreiben kann, noch nicht erforscht im Forschungsbaum. Und das bewusst nicht, weil jeder zusätzliche Bürger, das hatte ich schon mal erklärt, zwar Nahrung verbraucht, in die Loyalität runtertreibt, aber, und damit Produktionsmali bringt, aber im Augenblick gar nicht arbeiten kann. Nur 6 von 8 Bürgern arbeiten hier. Wir haben noch 2 übrig, die wir als Arbeitskräfte in Gebäuden einsetzen könnten, wenn wir noch 2 Gebäude hier errichtet haben. Und beide Gebäude haben dann Bürger. Ab dann müssen wir unbedingt mehr Bevölkerungswachstum aufbauen, aber das ist im Moment noch nicht notwendig. Hier bauen wir das erste neue Gebäude, Squickern. Hier ist unser Weird Boy, da ist er. Den kann man gleich aufleveln, können uns Eigenschaften überlegen und uns mal angucken, was wir mit dem machen wollen. Britzel hat man uns alle schon mal ganz kurz angeschaut. Schießt Energie auf seine Feinde. Das sieht nach wenig aus. 1 und 3, 6. Verbraucht aber, wenn ich das richtig sehe, doch verbraucht die Aktionspunkte. Cooldown 0, 1. Was ist denn daran so spannend? Das ist doch gerade mal nur ein 3,6. Panzerungsdurchschlag okay. Hier stehen auch spezielle Eigenschaften wie Psy-Kräfte und Hexenfeuer. Wir gucken uns das hier oben mal an. Also er hat im Augenblick 2x 3, 8, also unter 8, 7, 6 an Angriffen nur. Das ist alles durch den Stab, das ist alles nicht so hoch. Hat Schadensreduktion. Das heißt, 50% aller Angriffe der Feinde werden weggenommen. Verliert ganz, das seht ihr selber, das hatte ich alles schon mal vorgelesen. Halt schneller. Gewöhnt Einfluss bei Kämpfen. Beim Angreifen und bei Vergeltungsschlägen. Pro Kampf, also nicht nur pro Sieg. Das heißt, wenn der schwächere Gegner angreift und ihm den Gnadenstoß gibt, beispielsweise, bekommt er Einfluss und über diese Fähigkeit sogar noch Erz. Dadurch wird der Schaden erhöht. Wir sind im Walk Level 4 insgesamt, wisst ihr ja. Und das ist das andere. Ja, welche Eigenschaft geben wir ihm hier? Kriegsfahrt 1 erhöht die Anzahl der Nahkampfangriffe der nicht feindlichen Zieleinheit. Ein Nahkampfangriff mehr. Das ist schon cool. Damit könnte der alle 3 Runden zum Beispiel den anderen Helden boosten. Erhöht. Oh, wow. Schaut euch das mal an.
Bündelung mentaler Emissionen erhöht 6 mehr Forschung. Bei uns im Augenblick haben wir gerade mal plus 15, da hätten wir plus 21. Dadurch nehmen wir zwar uns die Erfahrungspunkte weg, die wir sonst im Kampf einsetzen würden. Aber das ist doch heftig. Das wäre im Augenblick echt Gold wert. Das muss ich nehmen. Jetzt haben wir plus 21. Okay. Mit ihm allen wäre natürlich Richtung Front. Glasklar. Mit dem Trupp hier. Noch sind wir im Wald versteckt. Vielleicht nähern die Krothunde uns sicher. Uns ja. Nochmal zurück in die Stadt. Wir hätten genug Erz, um nochmal Boys zu produzieren. Aber jetzt schon ein Problem mit dem Einfluss. Soll man nochmal einen Infanterietrupp raushauen? Ich setze mal eine Runde aus. Mit der Boys-Produktion. Jetzt geht's hier unten weiter. Wir nehmen mal das hier ein. Das ist ein neutraler Außenposten. Hier ist ein weiterer neutraler Außenposten. Energie in rauen Mengen bei plus 6. Das da oben ist ein roter Außenposten. Ich versuche den mal zu bekommen, aber es ist riskant. Sag ich ja erstmal nur hier rein. Wir haben 3 Bewegungspunkte in das Waldfeld und dann hier reingezogen, obwohl das sieht aus wie. Auch nur wie, ja. Dann würden wir erstmal Verstärkung holen oder wir ziehen erstmal hier unten rein. Nee, ich ziehe mit immer hier hin. Mhm, okay. Mit dem ziehen wir hier vor. Mit dem Kollegen heilen wir an Ort und Stelle. Wir haben unsere Truppen jetzt gefährlich ausgedünnt, ausgedehnt. Die stehen überall und nicht mehr beisammen. Das gefällt mir nicht gut. Das kippen wir. Das sind die Ambuls. Die hatten wir eben schon gesehen. Relativ friedfertig. Painboy. Eine weitere Heldeneinheit, die wir uns holen können, die nicht feindliche Infanterie heilt und stärkt. Die Pain Boys, die Schmerzensjungs, von anderen Orks meist Docs genannt, die Docs, klar, sind bei den Grünleuten das, was man andernorts als Chirurgen oder Zahnärzte bezeichnen würde. So wie Mech Boys gerne an Maschinen herumschrauben, sind Pain Boys davon besessen, an lebenden Versuchskaninchen Operationen durchzuführen. Von Kopf bis Fuß sind sie voller Blut und gelten als hinterhältig und geistesgestört. Alles Eigenschaften, die man mir auch im Real Life nachsagt, weswegen sowohl die Feinde der Orks als auch die eigenen Artgenossen nicht vor ihnen sicher sind. Den wollen wir auf jeden Fall erforschen und was der für Eigenschaften hat. Also nicht nur erforschen, den wollen wir bauen. Das gucken wir uns dann später an. Also hier geht's rein. Oh, jetzt sind hier. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Hier sind 4 freie Slots. Kann man da auch direkt reinklicken? Nein. Das wäre auch noch umso schöner. Also, wir haben einen Mech geholt. Der steht hier. Ein Siedler. Jetzt würde ich gerne gleich den nächsten raushauen. Jetzt haben wir aber keinen Platz mehr. Auch für einen Painboy haben wir gerade noch genug Nahrung. Schaut mal oben. Ganz knapp geht das aus, aber unser Einfluss geht verloren. Das ist echt heftig. Aber es macht Sinn. Die gewinnen ja an Einfluss und die können im Laufe der Zeit unglaublich mächtig werden, die Helden. Also je früher wir den haben, desto besser. Jetzt haben wir 2 Helden, was ich noch bislang verabsäumt habe. Der Weird Boy, der hat noch keinen Gegenstand hier. Auch der soll mal die Seuchengranate bekommen. Jetzt hat er sie. Und nochmal einen Blick in die Stadt. Für den Infanteristen haben wir jetzt wirklich nichts mehr übrig. 4 Nahrung. Ja, es ist echt gut, dass wir hier die Nahrung statt haben. Und dann haben wir hier unseren Mech. Für den suchen wir gleich ein gutes Plätzchen. Und ein gutes Plätzchen könnte meines Erachtens nach hier sein. Schaut mal hier. Plus, die produzieren ja jede neue Stadt hat er automatisch. Das wisst ihr von Felsenklaue. Die Schrotthütten gratis, in denen er Gebäude bauen kann. Und vor allem den Boss-Turm mit den Basiserträgen. 6 von allem. Und wenn wir
den Mac hier eine Stadt bauen lassen. Dann hat er nicht nur 40% dazu an Nahrung auf die 6 Nahrung, sondern auch 20% mehr Einfluss auf die 6 Einfluss, die er mitbringt. Das heißt, wir hätten locker 7 Einfluss ungefähr zusätzlich und würden unsere Einflussbilanz wäre nicht mehr ganz so negativ wie im Moment. Hier haben wir uns Glück. Die Krothunde stehen direkt neben uns. Wir können sie angreifen, aber nicht ganz vernichten. Weil unser Walk-Level nur noch bei 3 ist. Wir können aber die Seuch, die Stickbomb noch hinterher werfen und die dadurch endgültig killen. Die verbraucht ja keine Aktionspunkte. Aber ist in der nächsten Runde... Nein! Hätte ich das zuerst gemacht... Doch, die verbraucht doch Aktionspunkte. Vergesst es. Ich habe die mit der einen Bombe des, der Heldeneinheit verwechselt. Pardon, entschuldigt. So. Mit denen hier am Osten ziehen wir jetzt aber erstmal weiter. Bevor wir mit denen weiter marschieren, hole ich dem Essen ein bisschen Verstärkung. Mir passt das nämlich. Oh, schaut mal hier unten. Dunkelblau. Die nächste Fraktion. Durch das Wasser von uns getrennt, Gott sei Dank. Könnte aber auch vielleicht schwebende Einheiten irgendwann rüberschicken. Das heißt, wir müssen irgendwo eine Grenze ziehen. Hier, das ist die offene Mitte des Kontinents quasi. Hier ist es die rote Feindfraktion. Hier ist die blaue. Die dunkelblaue. Und wir hellblauen, wir sind dazwischen. Der heilt weiter aus mit dem Helden. Ich wag's mal, ich ziehe mal rein. Wir haben die Space Marines kennengelernt. Oh, das tut weh. Erinnert ihr euch? Aus der allerersten Videoreihe, die ich gemacht hatte, erster Eindruck hatte ich die genannt, im Gegensatz zu diesem Preview-Let's Play. Da hatten wir die Space Marines gespielt in einer frühen Version und da habt ihr auch mitbekommen, wie die funktionieren. Die können halt nur einen, die haben halt nur eine einzige Stadt. Mehr können die nicht bauen, aber die können diese Festungen der Erlösung bauen, die echt dicke Brocken sind. 32 Trefferpunkte, ouch. Können einmal feuern, das ist nicht so herb, auch wenn der Panzerungsdurchschlag ordentlich ist. Allerdings synchronisiert erhöht die Geschwindigkeit, das heißt, ich glaube aus der Nahdistanz, weiß ich nicht genau, können die dann sogar zweimal feuern. Kann sein, dass der hat einen 2er Panzerungsdurchschlag, dass der ganz knapp nicht drauf geht. Das Feld können die sich auf jeden Fall wieder zurückholen, die Space Marines, die ihn da draufziehen. Ich hoffe, wir können ihn rechtzeitig noch in Deckung bringen. Was wir machen könnten, Stichwort Fernkampfschadensreduktion. Wir könnten ihn auf den Wald hier ziehen, indem wir klicken auf Here we go. Da hat er einen weiteren Aktionspunkt und den nutzen wir, um in den Wald reinzuziehen. Da haben wir Schadensreduktion, wenn er uns gleich angreift. Das könnte unsere Rettung sein. Hier ist schon das nächste Feld der Space Marines. Wahrscheinlich eine Festung von ihnen hier direkt daneben. Langsam geht's hier ans Eingemachte. Jetzt tauchen die echten Feinde auf. Bislang nur Monster, neutrale Roboter und andere Kreaturen. Jetzt stoßen wir auf die Space Marines und auf diese uns noch unbekannte blaue Feindgruppe im Herzen der Karte. Verhandeln können wir mit ihnen nicht. Diplomatie gibt es hier nicht bei Gladius. Hier gibt es nur eine Diplomatie. Das sind die kriegerischen Worte, die die Waffen sprechen.